Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr mit euch. Herzlich willkommen, liebe Schwestern und Brüder, an diesem Sonntag, der auch ein besonderer Sonntag ist für Sie, die Erzieherin von unserem Kindergarten. An der Spitze begrüße ich die Leiterin, Frau Krüger, und Vertreter des Trägers der GGMBH, Kindertageseinrichtung, kompliziertes Wort. Herr Fitt, willkommen, auch da zu sein, zu hören, zu schauen, mit zu feiern. Es gibt eine Zertifizierung, die die Erzieherin erworben haben, erarbeitet haben. Und wir dürfen da sein, wie dieses Lied sagt, zu feiern, Gott ist für uns, er ist mit uns. Sein Wort, die letzte Zeile, sein Wort können wir verstehen, wenn wir uns für ihn öffnen. Wir kommen, sind gekommen, den Herrn zu feiern. Kommen wir auch neu, ihn zu rufen, ihn zu feiern als Herrn, als Kyrios, auch den, der immer wieder zusagt, ich will euch Erbarmen schenken. Es läuft nicht alles glatt in deinem Leben, das weiß der Herr. Aber er gewährt vielleicht gerade deshalb Liebe und Erbarmen, was sicherlich auch in der Tageseinrichtung Kindern wichtig ist. Die Kinder mit 4 Jahren und 3 Jahren wissen nicht alles, müssen nicht alles wissen. Eine Riesenportion Liebe hilft, dass sie ihren Weg finden. Bitten wir um diese Riesenportion Liebe vom Herrn für uns, die wir hier uns eingefunden haben, um durch seine Liebe neu gestärkt zu werden. Herr, erbarme dich. Christus, erbarm dich. Herr, erbarme dich. Der uns immer wieder liebende Gott, nehme von uns Sünden und Schuld. Er führe uns neu auf seine Wege der Liebe. Er gewähre uns Versöhnung. Und schenke uns sein Erbarmen. So führe uns auf seine Wege zum ewigen Leben. Thank you.
Wir beten. Allmächtiger Gott, von dir kommt alles Gute. Pflanze in unsere Herzen die Liebe zu deinem Namen ein. Und wir rufen, binde uns immer mehr an dich, damit in uns wächst, was gut und was heilig ist. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, in der Einheit des Heiligen Geistes, mit dir lebt und wirkt in Ewigkeit. Lesung aus dem Buch Deuteronomium. Mose sprach zum Volk: Israel, hör auf die Gesetze und Rechtsentscheide, die ich euch zu halten lehre. Hört, und ihr werdet leben. Ihr werdet in das Land, das der Herr, der Gott eurer Väter, euch gibt, hineinziehen und es in Besitz nehmen. Ihr sollt dem Wortlaut dessen, worauf ich euch verpflichte, nichts hinzufügen und nichts davon wegnehmen. Ihr sollt die Gebote des Herrn, eures Gottes, bewahren, auf die ich euch verpflichte. Ihr sollt sie bewahren und sollt sie halten, denn darin besteht eure Weisheit und eure Bildung in den Augen der Völker. Wenn sie dieses Gesetzeswerk kennenlernen, müssen sie sagen: In der Tat, diese große Nation ist ein weises und gebildetes Volk. Denn welche große Nation hätte Götter, die ihr so nah sind, wie der Herr, unser Gott, uns nah ist, wo immer wir ihn anrufen? Oder welche große Nation besäße Gesetze und Rechtsentscheide, die so gerecht sind, wie alles in dieser Weisung, die ich euch heute vorlege? Wort des lebendigen Gottes. Thank you.
Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit hielten sich die Pharisäer und einige Schriftgelehrte, die aus Jerusalem gekommen waren, bei Jesus auf. Sie sahen, dass einige seiner Jünger ihr Brot mit unreinen, das heißt mit ungewaschenen Händen aßen. Die Pharisäer essen nämlich alle Juden nur, wenn sie vorher mit einer Handvoll Wasser die Hände gewaschen haben, wie es die Überlieferung der Alten vorschreibt. Auch wenn sie vom Markt kommen, essen sie nicht, ohne sich vorher zu waschen. Und auch viele andere überlieferte Vorschriften halten sie ein, wie das Abspülen von Bechern, Krügen und Kesseln. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten fragten ihn also, warum halten sich deine Jünger nicht an die Überlieferung der Alten, sondern essen ihr Brot mit unreinen Händen? Er antwortete ihnen, der Prophet Jesaja hatte recht mit dem, was er über euch Heuchler sagte. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, sein Herz aber ist weit weg von mir. Es ist sinnlos, wie sie mich verehren. Was sie lehren, sind Satzungen von Menschen. Ihr gebt Gottes Gebot preis und haltet euch an die Überlieferung der Menschen. Da rief Jesus die Leute wieder zu sich und sagte, hört mir alle zu und begreift, was ich sage. Nichts, was von außen in den Menschen hineinkommt, kann ihn unrein machen, sondern was aus dem Menschen herauskommt, das macht ihn unrein. Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen die bösen Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Ausschweifung, Neid, Verleumdung, Hochmut und Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen und macht den Menschen unrein. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Ein Paket, eingepackt in schönem, bunten Papier, noch eine Kordel. Mich macht das dann neugierig, erst recht, wenn es mir geschenkt wird. Was ist da wohl drin? So ein Hauch von Weihnachten. Vielleicht das Paket 8 Monate zu spät oder 4 Monate zu früh, weiß ich nicht. So egal.
Oder vielleicht auch ein anderes Paket. Zum Geburtstag gibt es ja auch sowas. Was ist wichtiger? Die Verpackung oder der Inhalt? Was ist wichtiger? Das Äußere oder das Innere? Was ist wichtiger? Wie jemand scheint, erscheint? Oder wie er da ist mit seinem Leben? Was ist wichtiger? Ein äußeres Gesetz oder eine innere Haltung? Eigentlich klar. Und wir brauchen trotzdem das, was außen zu sehen ist. Ein Kult. Aber da sagt ihm Jesus, wenn ihr diesen Kult haltet, aber damit Gottes Gebote preisgebt, seid ihr auf dem Holzweg. Wenn das Äußere, das Gesetz, wichtiger ist als das Leben, habt ihr was nicht verstanden? Die Pharisäer, heißt es da, und die Schriftgelehrten, ja, die achten so penibel darauf, wie sie die Hände waschen. Gut, machen wir heutzutage ja auch. Habe ich von der Pike auf gelernt, vor dem Essen Hände waschen. Und seit ein paar Monaten hat man gelernt, gehst du in den Kaufladen, in die Kirche, musst du die Hände desinfizieren. Also schon wichtig, dass Viren oder Dreck nicht in mich hineinkommen. Also gibt es einen Spagat zu dem, was Jesus sagt. Der Spagat, der sagt, das Böse kommt von innen her. Das bezieht sich dann auf diesen Satz, ihr macht Gottes Gebote kaputt. Ihr gebt die Preis. Die Gebote, die von Menschen gemacht sind, die sind euch wichtiger als Gottes Gebote. Was ist wichtiger? Mode oder Weisungen Gottes? Eigentlich so klar, so einfach, eigentlich. Und wir tappen in die Falle, müssen besonders toll sein. Scheinen, als wären wir die Allerbesten, die Weltmeister. Und was Schatten sind in meinem Leben? Das Böse. Ich werde mich hüten, das kundzutun. Doch wir brauchen in unserem Leben auch die Kultur. Auch das, was von Überlieferung da ist, an Traditionen, das brauchen wir auch. Aber es ist noch nicht der Wert für sich, wenn wir die menschlichen Gebote vergöttern, sind wir auf dem Holzweg. Was wichtig ist, dass wir aus unserem Innersten etwas ausdrücken. Wie gerne sagen wir, herzlichen Glückwunsch, auch heute Ihnen gleich zugesprochen. Das steckt doch mehr drin. Ja, das heißt doch aus dem Innersten ein Wunsch für Frieden, für Liebe, Erbarmen. Was aus dem Innersten kommt, aus dem Herzen kommt, das ist das Wichtige. Da kann auch passieren, dass eben, das hat Jesus gesagt, da kann Böses auch herauskommen. Aber das ist die Chance, das zu bändigen, zu zähmen. Und vielleicht in Ihrer Einrichtung, so kenne ich das im Kindergarten, ich sage mal Kindergarten, das alte Wort, dieses neue Wort der Mode, der Bürokraten, Tageseinrichtung für Kinder ist erlaubt zu sagen, ist das Modewort, das Bürowort, aber im Kindergarten, in dem Wort steckt ja drin, Kinder werden erzogen wie Pflanzen, umsorgt,
Die bekommen Wasser, Nahrung, Liebe, Zuwendung, kostbarer als dieses bürokratische Wort Tageseinrichtung. An Zuwendung bekommen die. Und dieser Zuwendung geben sie etwas von ihren Ideen weiter. Und das ist diese Zertifizierung. Das wird anerkannt, dass sie da auf dem guten Weg sind, dass sie eigentlich eine Verpackung öffnen. Es geht nicht darum, wie das Gebäude aussieht, zur Zeit ist das Gebäude mäßig gut im Zustand. Das ist nicht das, gut, wünscht man sich, wenn man ein besseres Gebäude hätte, kommt vielleicht eines Tages, aber ein anderes Thema. Aber was Ihnen passiert, was ich erlebe, wenn ich zum Gottesdienst im Haus bin, im Turnraum, wie die Kinder wach sind und eigentlich warten, dass wir miteinander beten. Das haben sie eingeschult. Und das ist dann, spiegelt sich wieder in dem Zertifizierung der Diözese, das ist ein Punkt für diese Zertifizierung als familienpastoralem Ort, ist dann Evangelisierung. Ein Ort gelebten Glaubens. Insofern, sie packen aus, was eigentlich so eine Zertifizierung ist. Da heißt es da, zweiter Punkt, Beratung. Die Erzieherin, sie unterstützen Eltern in dem Großwerden der Kinder. Politik, das dritte Kapitel. Im Ort, in unserem Dorf, ja, gut, je nach Perspektive von München aus gesehen, sind wir im Dorf. Kleine Kommune, sagen Sie, wir sind da in der Kommune. Bildung. Füreinander, für die Kinder, Bildung zu sorgen. Die müssen noch nicht rechnen und noch nicht schreiben im Kindergarten, aber lernen doch jede Menge auch, wie sie miteinander umgehen, wie sie wissen, wie ich in den Turm reingehe, wie ich lerne, nicht einfach zu schreien, sondern zu melden. Eine Art von Bildung. Und im dritten, im fünften heißt es in dieser Zertifizierung, ja, sie unterstützen Familien. Familienpastoraler Ort. Ein umfassendes Wort. Ich glaube, das ist noch zu entdecken, zu entfalten. Was steckt da drin in diesem Wort? Oder auch für alle, was steckt drin in dem Evangelium? In diesen Geboten, wo es heißt, ihr Schriftlehrer hat das Gebot draufgegeben. Was steckt drin in dem Evangelium? Was steckt drin in dem Geschenk? Offenkundig muss man manchmal hinhorchen, wie es die Lesung sagt, horche neu auf diese Worte Gottes. Ja, das Zweite, was noch eingepackt ist, was ausgepackt werden darf, also dieses hier lasse ich eingepackt, da können Sie fantasieren, wie und welches Wort für Sie gesprochen wird aus dem Evangelium. Muss man jede Woche nicht neu suchen. Auch hier schon eine schöne Verpackung und noch schöner, was ich im Kindergarten überreichen darf. Zertifiziert als Familienpastoraler Ort im Erzbistum Paderborn. Frau Krüger, Sie müssen nichts sagen, aber dürfen es entgegen.
Ja, als Vertreter des Gremiums, das für die pastoralen Belange im Pastoralverbund an den Ruhrseen zuständig ist, nämlich dem Gesamtpfarrgemeinderat, auch einen ganz herzlichen Glückwunsch zu dieser Zertifizierung. Von Herzen her. Und ich kann nur sagen, Sie können stolz darauf sein, dass Sie das geschafft haben. Die Perspektiven des Erzbistums setzen Sie um an einem pastoralen Ort, den man vielleicht so gar nicht immer im Kopf hat. Dazu herzlichen Glückwunsch. Allerdings weiß ich auch als jemand, der im Qualitätsmanagement unterwegs ist, dass so eine Zertifizierung ja zu Beginn ganz viel Arbeit macht. Dann hat man das Zertifikat und denkt, wow, jetzt haben wir es geschafft. Und das wissen Sie auch, es geht weiter. Das heißt, irgendwann steht die Rezertifizierung an und Sie werden jetzt versuchen, weiterhin zu gucken, wie können wir all unsere Ansprüche umsetzen. Dazu brauchen Sie ganz viel Unterstützung von dem Mitarbeiterkreis, Mitarbeiterinnenkreis, von den Eltern, aber halt eben auch von den Gemeinden. Und das wäre so mein Wunsch an alle, die hier versammelt sind. Unterstützen Sie diesen pastoralen Ort, diesen familienpastoralen Ort in seiner Tätigkeit. Und ich wünsche Ihnen ganz viel Durchhaltevermögen und Kraft und Gottes Segen auf dem weiteren Weg und eine erfolgreiche Rezertifizierung. Herzlichen Glückwunsch. Und immer wieder dürfen wir im Gottesdienst für Bitten einbringen. Das meine ich, für jemanden etwas erbitten. Und heute deshalb meine Einladung einer anderen Antwort. Die Lektorin wird vorbeten, wir bitten dich Gott. Und die gemeinsame Antwort heißt dann, steh du ihnen bei, ihnen, für die wir beten. Steh du ihnen bei. So lasst uns beten. Wir bringen vor dich die Menschen in Afghanistan und anderen Kriegs- und Krisengebieten, ihre Angst vor Terror und Gewalt, ihre Furcht um ihr Leben und ihre Rechte,
ihre Verzweiflung und Sorge um Familien und Freunde. Wir bitten dich, Gott, steh du ihnen bei. Wir bringen vor dich die militärisch und politisch Verantwortlichen, ihre Rettungsaktionen spät, überstürzt und gefahrvoll, ihre Fehleinschätzung und den mutigen Einsatz von so vielen, ebenso die Frauen und Männer in humanitären Einsätzen weltweit, in Entwicklungshilfeprojekten und Friedensdiensten, bringen wir vor dich. Wir bitten dich, Gott, steh du ihnen bei. Wir bringen vor dich die Menschen in unserem Land, die sich um ein politisches Mandat bewerben, die vielen Ehrenamtlichen in Vereinen und Gemeinden und alle, die sich in Initiativen und Verbänden und zu Hause engagieren für Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung. Wir bitten dich, Gott, steh du ihnen bei. Wir bringen vor dich unseren Kindergarten, die Kinder und Erzieherinnen, die Tag für Tag mit deiner Botschaft leben und ihr ein Gesicht geben. Wir bitten dich, Gott, steh du ihnen bei. Wir bringen vor dich Männer und Frauen, die bei den Paralympics und fairen Wettstreit stehen. Alle, die immer wieder die eigenen Grenzen überwinden. Alle, die ein gutes Miteinander leben und zu fairer Auseinandersetzung bereit sind. Wir bitten dich, Gott, steh du ihnen bei. Wir bringen die Menschen vor dich, die Gottes Wort hören und ihren Glauben leben wollen. Ebenfalls auch die Menschen, die sich von der verfassten Kirche abgewandt haben, enttäuscht, entfremdet oder im Protest. Wir bitten dich, Gott, steh du ihnen bei. Wir bringen vor dich die Frauen und Männer, die um ihre Verstorbenen, Bruno Ballhaus, die Familie Ballhaus und Uwe Formweg trauern und für die sie beten. Wir bitten dich, Gott, steh du ihnen bei. Ja, du, unser Gott, du stehst uns allen bei. Denn wir leben aus deiner Liebe und aus jeder guten Gabe, die von dir kommt. So feiern wir dich, loben und preisen dich, heute immer wieder bis in Ewigkeit.
Herr, du unser Gott, du schenkst uns immer wieder deine Liebe, deinen Frieden. Du gibst uns die Kraft, dir aufrichtig zu dienen. So lass uns dich ehren, diesen irdischen Gaben. Und lass uns durch die Teilnahme an dieser Feier eines Sinnes werden. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer wieder zu danken. Denn du bist der Schöpfer der Welt, du bist der Erlöser aller Menschen durch deinen geliebten Sohn, unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn loben die Engel deine Herrlichkeit, beten dich an die Mächte, erbeben die Gewalten. Die Himmel und die himmlischen Kräfte feiern dich jubelnd im Chore. Mit ihrem Lobgesang lass auch unsere Stimmen sich vereinen und voller Ehrfurcht rufen. Ja, du bist heilig. Du bist der Quell alles Heiligen. So kommen wir zusammen am Sonntag, dem Tag der Auferstehung deines Sohnes, dem Tag des neuen Lebens. Durch diesen auferstandenen Christus bitten wir dich, guter Gott. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab. Heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aber aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmt und esst alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Und er nahm auch den Kelch mit Wein. Dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmt und trinkt alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis unseres Glaubens. Hm.
Gütiger Vater, wir feiern das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Segens dar. Wir danken dir, dass du uns gerufen hast, hier und heute deine Gemeinde zu sein. Wir bitten dich, schenk uns immer wieder Anteil an deinem Leben, an Christi Leib und Blut. Und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der gesamten Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Bischof in Rom, Papst Franziskus, unserem Bischof in Paderborn, Hans Josef, vereint mit allen, die horchen auf deine Botschaft, auf das Evangelium, die durch ihr Leben diesem Evangelium ein Gesicht geben. Vereint mit allen, die zu einem Dienst in deiner Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Schwestern und Brüder, die gestorben sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, bei dir auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns ewiges Leben zuteil wird in der Gemeinschaft mit der Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln, dem heiligen Philippus, dem heiligen Jakobus und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Und wir sind eingeladen, auch heute erneut zu beten, mit jenen Worten, die Jesus den Jüngern gegeben hat. Vater unser im Himmel, ich werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Und Jesus Christus hat uns ein Geschenk hinterlassen. Liegt an uns, es immer wieder anzunehmen und auszupacken. Er sagte, meinen Frieden hinterlasse ich euch. Lasst uns zu ihm kommen und rufen, schau nicht her auf unsere Schwächen und Sünden, sondern auf den Glauben deiner Gemeinde. So schenk uns, wie du es vermagst, Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei mit euch. Thank you.
So seht, das Brot des Lebens, hier ist Christus. Er nimmt unsere Fehler, unsere Sünden von uns. Er befreit. Herr, ich bin würdig, dass du ein Jesus haben, aber steht in meinem Wort.
Wir beten. Herr unser Gott, in den Worten der Heiligen Schrift und im Sakrament des Altares schenkst du uns Nahrung und Leben. Lass uns durch diese großen Gaben in der Liebe zu dir und zueinander wachsen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, der mit dir lebt und wirkt in Ewigkeit. Nehmen Sie Platz, liebe Gemeinde. Ja, im Namen des Kirchenvorstandes und des Pfarrgemeinderates gratulieren wir natürlich auch ganz herzlich unserem Kindergarten unter Leitung von Frau Krüger und dem gesamten Team zur Zertifizierung als familienpastoraler Ort. Hier sind eben schon Dinge genannt worden, was ist überhaupt eine Zertifizierung? Eine Zertifizierung ist ein Qualitätsmanagement, ein Qualitätsmerkmal, aber auch ein Alleinstellungsmerkmal für einen Kindergarten hier an diesem Ort. Zertifizierung beginnt mit dem Status quo. Frau Krüger, das Team, hat in einem ausführlichen Bericht dargelegt, wie der Status quo in unserem Kindergarten ist, wo die Kinder leben, in welchem Umfeld sie groß werden, wie familiäre Situationen da sind, welche familiäre Situationen da sind. Wie gehen wir als Team mit Situationen um wie Migration? Wie gehen wir als Team mit Situationen um Alleinerziehung etc. pp.? Welche Hilfen haben wir hier in der Politik, die GVS, wir haben Beratungsstellen. Welche Austauschmöglichkeiten haben wir mit anderen Kindergärten, Spinngäste, Zeppelinstraße? Aber auch, wie ist die Qualifikation im Team? Wie ist Weiterentwicklung, wie ist Personalentwicklung da? Alles das haben Sie beschrieben in einem umfassenden Bericht. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt und der viel, viel wichtigere Schritt ist, und Herr Appel hat eben darauf hingewiesen, was ist Verpackung, was ist Inhalt? Der Inhalt, was gelebt wird, die Konsequenzen, die Umsetzung, das, was jeden Tag passiert, was jetzt auch morgen, übermorgen passiert, das ist das Entscheidende in einem solchen Zertifizierungsprozess. Ein Zertifizierungsprozess ist eine dauernde, nachhaltige Entwicklung dieser Einrichtung. Dazu gratulieren wir Ihnen. Auch das, was Sie bekommen haben, ist eine Verpackung. Das, was der Inhalt ist, sind Sie, und da wünschen wir Ihnen weiter alles, alles Gute, und wir bitten Sie, Frau Krüger und Ihr Team, einmal zu uns zu kommen, um eine Gratulation für Sie ganz persönlich, die Sie diese Leistung erbracht haben, zu erbringen. Nochmals auch an die, die heute nicht da sind, auch an den Elternrat, alle, die mitgeholfen haben, vielen Dank, herzlichen Glückwunsch an alle Beteiligten. Wir versammeln uns und dürfen danach wieder an unsere Lebensorte, aber anders. Und zur Ergänzung des Zusammenseins dürfen wir um Gottes Zuspruch, um seinen Segen bitten. Der Herr sei mit euch.
der uns immer wieder und über alle Maßen liebende Gott, erstärke euch auf den Wegen in der neuen Woche, in der Zuwendung zu den Kindern. Schritt für Schritt sei er mit seiner Güte bei euch und so segne und stärke euch der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden. Ihnen allen einen guten Sonntag. Und wenn Sie ärgert, dass es regnet, denken Sie dran, ohne Regen wachsen keine Pommes.